Kreisvorsitzenden und des Fraktionsvorstandes kurz. Unser sogenannter kleiner Parteitag hat ja wieder mal ein sehr volles Programm. Das kennen wir ja nun schon, seitdem wir diese Beratung eingeführt haben. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Auch wenn wir uns intern ab und an dann über den Begriff kleiner Parteitag streiten. Ich betone das hier gleich am Anfang, um insbesondere unseren Gästen, den beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger, die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Also ich betone das vor allem deswegen, um euch nicht den Eindruck zu vermitteln, dass wir das jetzt hier extra wegen euch gemacht hätten. Das ist also keine Sondertagesordnung, sondern sie ist tatsächlich eine planmäßige Tagesordnung, außer dem Punkt, den wir dann gemeinsam mit euch bestreiten wollen. Seit geraumer Zeit arbeiten wir im Landesverband Sachsen an den inhaltlichen Grundlagen für die nun bald bevorstehenden Landtagswahlen 2014 und damit natürlich auch unseren Beitrag für die Bundestagswahlen im Jahr 2013 leisten zu können. Oskar Lafontaine hat ja zu Recht bemerkt, man sollte die Wahlvorbereitung ungefähr 2 Jahre vor einem Wahltag beginnen. Wir liegen da, glaube ich, ganz gut im Zeitplan, nicht nur hinsichtlich der Inhalte, sondern auch in Bezug auf unsere Wahlkampfstrukturen und unsere Methodik. Heute wird zum Beispiel der Entwurf für die Sucht- und Drogenpolitische Leitlinien vorgestellt. Ein sehr wichtiges Thema und ebenso ein nicht ganz einfaches Thema für unsere Partei. Sicher ist das kein Problemfeld, mit dem wir großartige Mehrheiten bringen werden. Trotzdem müssen und wollen wir uns damit befassen. Allein nämlich nur Themen aufzuwerfen, die aus wahltaktischer Sicht erfolgversprechend sind, scheint mir doch zu beschränkt zu sein. Der Entwurf der Leitlinien ist aus meiner Sicht schon mal ziemlich gut gelungen, was vor allem heißt, dass wir sachlich und fachliche Grundlagen haben, sowohl gut gemeinsam miteinander diskutieren zu können, aber auch auf diesem Gebiet mit engagierten Vereinen, Verbänden, natürlich auch mit Behörden und Vertreterinnen des Gesundheitswesens ins Gespräch zu kommen. Hier wird es wieder einmal deutlich, was wir mit dem Begriff Kümmererpartei meinen. Wir entwickeln Politik nicht nur für die sogenannten Leistungsträger der Gesellschaft, ein ohnehin fragwürdiger Begriff, sondern unser Blick gilt der gesamten Gesellschaft. Unsere Sorge gilt vor allem jenen, die an den Rand und über diesen hinausgedrängt sind, die unsichtbar gemacht werden, kriminalisiert und auch tabuisiert werden. Und das, was wir tun, dass wir uns kümmern, macht klar, welche Haltung wir zu dieser Gesellschaft haben. Ein gutes Leben zu haben, ist immer damit verbunden, dass Menschen in Gemeinschaft, im Miteinander, in Solidarität sind. Unsere Vorstellung von einer gerechten, solidarischen Gesellschaft wird wahrnehmbar in unserer ganz konkreten Arbeit oder gar nicht. Darin besteht im Übrigen auch der Sinn des Satzes, dass Wahlen nicht in den Wahlkämpfen, sondern dazwischen gewonnen werden. Wir sollten davon ausgehen, dass die Wählerinnen und insbesondere unsere Wählerinnen sehr aufmerksam und klug sind und dass sie alles wahrnehmen, was sie so tun. Man kann darüber natürlich viel spekulieren, aber dankenswerterweise hat der Parteivorstand ja eine Befragung unserer potenziellen Wähler in Niedersachsen in Auftrag gegeben, was deren Erwartungshaltung so an die Partei betrifft. Dabei sind mir 4 wichtige Sachen aufgefallen. Unserem engeren und weiteren Wählerkreis in Niedersachsen ist Menschlichkeit wichtig. Menschlichkeit im Sinne der Zwischenmenschlichkeit, des sozialen Zusammenhalts, der Solidarität. Es ist ihnen wichtig, dass wir Linke Ideale haben, aber nicht so sehr ideologieverhaftet sind. Sie wollen, dass wir umsetzbare Alternativen entwickeln, von denen glaubwürdig annehmbar ist, dass ihre Umsetzung auch klappen könnte. Und für mich als 4. Punkt zwar nicht überraschend, ist eine weitere Botschaft, nämlich die Bereitschaft, an uns Kompromisse einzugehen, damit wir Ziele im Sinne der Menschen erreichen. Das sind also 4 spannende Botschaften aus Niedersachsen, die uns unsere möglichen Wählerinnen und Wähler dort übermittelt haben. Wenn ich mir dann so die Aussagen aus Niedersachsen anschaue, komme ich zu der Feststellung, dass mir das bekannt vorkommt. Natürlich ganz einfach, auch für Sachsen. Die Menschen, die sich vorstellen können, uns zu wählen, unterscheiden sich offensichtlich gar nicht so sehr zwischen Ost und West. Was sie unterscheidet, sind die Umstände, unter denen sie leben. Ich hoffe nicht, dass es abgedroschen klingt, wenn ich daran erinnere, dass es das gesellschaftliche Sein ist, welches das Bewusstsein bestimmt. Und so altbekannt dieser Satz ist,
so sehr hilft er uns doch in unserer Politikentwicklung, nicht fahrlässig und oberflächlich zu sein oder zu werden. Deshalb möchte ich genau an dieser Stelle tatsächlich Sacha Wagenknecht nicht widersprechen, die sich am Montag damit zitieren lässt, das Ost-West-Thema sei überholt. Solange dieses Land durch sozialökonomischen Graben getrennt ist, solange Biografien durch ihre Herkunft und durch ihre Sozialisation im Osten nicht die gleichen Chancen haben, solange muss und wird eine linke Partei diese Ungerechtigkeit thematisieren müssen. Unsere Erfolge sind nicht die Ergebnisse unserer kühnen Strategien oder toller Konzepte, weiß ich noch. Sie sind vielmehr das Resultat dessen, dass wir auf eine gesellschaftspolitische Lage reagieren, auf ganz verschiedene praktische Weise unsere politischen Angebote entwickelt haben. Kümmererpartei zu sein, war nie das Ergebnis eines Masterplans oder einer besonders klug ausgeheckten Strategie. Eine Linke, eine demokratisch-sozialistische Partei wird nur dann erfolgreich sein können, wenn sie tief in der Gesellschaft verwurzelt ist. Diese Verwurzelung ist niemals endgültig erreicht. Unsere Probleme in Sachsen, im ganzen Osten, kennen wir zu Genüge. Jeder hier im Raum weiß, was ich meine. Wir versuchen darauf zu reagieren, ob es uns gelingt, wird uns die Praxis zeigen. Wenn wir also dann mit unserem Dialog für Sachsen nach dem Oktoberparteitag in die ersten öffentlichen Diskussionsphase treten, dann ist das eine Reaktion auf die Veränderungen und die Anforderungen innerhalb der Gesellschaft. Es ist auch eine Reaktion auf die veränderten Möglichkeiten, die wir als Partei haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch der Dresdner Stadtfraktion Danke sagen, die das kreativ übersetzt hat und einen Dialog für Dresden eintritt. Oder die Oberbürgermeisterkandidatin in Leipzig, die sich mit einer Postkarte an die Leipziger und den Leipziger wendet, mit der Bitte, sich zu ihren Vorstellungen für ein soziales Leipzig zu äußern. Aber es ist eben ein wesentlicher Unterschied, ob wir in fast jedem Ort in allen möglichen Vereinen und Initiativen vertreten und aktiv sind, wie das Anfang der 90er Jahre noch möglich war. Nun gibt es ja einige, die dann sagen, naja, da müssen wir eben jetzt eine Massenpartei werden. Das ist dann meist mit einer Kritik verbunden, dass insbesondere wir im Osten zu wenig revolutionär wären, zu angepasst oder eigentlich irgendwie dem System als Ganzes positiv gegenüberstehen. Ganz ehrlich, von dieser möchte gern Massenpartei, die sehr grundsätzlich, sehr revolutionär und gar nicht angepasst sind, gibt es ganz viele. Das Einzige, was dabei den Begriff Massenpartei rechtfertigt, ist die große Masse dieser häufig doch sehr kleinen Gruppe. So schön die Vorstellung von einer Massenpartei sein mag, wir müssen konstatieren, dass derzeitig die Bedingungen dafür nicht gegeben sind. Liebe Genossinnen und Genossen, mit meinen politischen Erfahrungen, beginnend in der SED, vor allen Dingen aber in der Wendezeit, mit meiner Arbeit als Stadt- und Kreisrat, Bürgermeisterkandidat in Aue, wo ich ja mit knapp 50% damals gescheitert bin, als Wahlkreismitarbeiter, als Landesgeschäftsführer, nur als Landtagsabgeordneter und auch als Landes- und Fraktionsvorsitzender, werbe ich für eine Politik in ihren Inhalten und Methoden, die sich bewusst immer mit den Mühen der Ebene ziehen. Dazu brauchen wir, das wisst ihr alle, einen langen Atem und unsere Ziele zu erreichen. Die vor uns liegenden 23 Monate werden heiße Wahlkampfmonate werden. Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen und einige Ober- und Bürgermeisterwahlen liegen vor uns. Wir werden viel Kraft dafür brauchen. Bleiben wir uns treu und damit auch grundsätzlich den Wegen, auf denen wir doch einige dauerhafte Erfolge auch für unsere Partei und für die Menschen im Land erzielt haben. Dann braucht uns es nicht bange zu sein. Lasst uns also gemeinsam die Mütter und Väter dieses Erfolges sein und ich denke, dass wir uns darüber einig sind, dass das Land, seine Menschen, die brauchen mehr Gerechtigkeit, brauchen mehr Solidarität und dieses Land braucht tatsächlich auch eine Linke. Glück auf!